Willkommen zurück bei Harry Potter und der Orden des Phönix. Wir sind aktuell dabei, alles auf 100% zu bringen. Und jetzt geht es in den gepflasterten Innenhof. Alles klar. Schwupp. Erstmal nach unten. So. Ist er. Ich selber, hallo. Auf zu neuen Abenteuern. Wenn du Zauberkunst üben möchtest, kannst du dich stets an Professor Flitwick wenden. Ich kann später zu ihm. Ja. Huch. Warte mal eben. Hier haben wir auch welche, die Koboldstein spielen. Also das, den wir schon hatten. Nee, die haben wir ja nicht, aber das machen wir dann, wenn wir eh hier sind. Jetzt geht's erstmal hier hinten hin. Und hier haben wir auch noch jemanden, der Koboldstein spielt, das weiß ich. War da hinten. Sonst wüsste ich auch nicht, was wir hier noch machen sollten, deswegen... Was ist noch lächerlicher als zwei? Ah, heute schon bespuckt worden, Potter. Okay, spielen wir. Wir spielen Schlangengrube. Du musst deinen Koboldstein so nah wie möglich an den Grubenrand bekommen. Mal sehen, was du so drauf hast, Potter. Oha. Okay. Ich bin dran. Wir schubsen einfach die von ihr da rein. Was haltet ihr davon? Oh nein. Oh. So, und damit liegt der doch schon mal wunderbar. Ich bin dran. Gut, das spielt die auch so, oder? Die versucht, den daneben zu setzen, ne? Oh, oh, okay. Okay. Knapp daneben. Oh, so ein Pech. Knapp daneben. Komm, 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 fall rein! Oh, das gibt's doch nicht! Ich bin dran. Wie viel Steine hat man auch wieder? 4 wahrscheinlich. Die versucht jetzt ihren einen, den dann noch näher dran zu schubsen, und das schafft die auch. Das kann doch nicht wahr sein! Scheiße, ich glaube, wir haben verloren. Na gut. Hoppala, stopp, so. Du hältst dich wohl für unbesiegbar. Komm, bleib liegen. Ein bisschen weit nach hinten rausgerutscht. Schade. Mist. Okay, dann machen wir nochmal. Du warst schon immer ein Rotzlöffel, Potter. Ah, heute schon ich hoffe... Ja, Schnauze. Wenn der eine nicht so weit nach hinten gerade rausgerollt wäre, hätten wir sogar noch gewonnen.
Ich werd's dir zeigen. Abwarten. Ich hab mir eine Strategie zusammengelegt. Dieselbe wie gerade. Ja. Obwohl, wenn die so schlecht anfängt, können wir mal gucken, dass wir genauso miserabel spielen. Gut, wa? Trotzdem müssten wir näher dran sein. Nicht schlecht, aber auch nicht perfekt. Ach, mach's besser. Hoppala. Ups. Irgendwie bin ich aus dem Bild rausgerutscht. Ja, der war schon feste. Ja. Irgendwie war mein. Bin ich anscheinend mit der Maus. Aber die eigentlich ist die auch hier im Spiel gefangen. Egal. Was spielt denn jetzt gerade so schlecht? Der kommt gut. Sehr schön, jawohl. Herrlich. Herrlich gut. Ich werd's dir zeigen. Wir haben gewonnen. Gucken, ob wir noch näher dran kriegen. Der war zu feste. Oder? Ja. Ja. Egal, wir haben gewonnen. Igitt, voll auf die Klamotten. War das nötig? Gut, wir müssen dann nochmal. Wir haben keine Punkte dafür bekommen. Heute schon bespuckt worden, Potter. Okay, spielen wir. Du kannst mir ruhig deine Koboldsteine überlassen. Du wirst deinen Stein niemals näher an die Grube bringen als ich. Haben wir gerade geschafft, also sei still. Ne? Eieiei. Ja, ich war. Ja, ja. Wollen wir mal wetten, sie spielt wieder besser? So, meine Taktik liegt jetzt darin, einfach ihre Steine wegzuhauen. Muss halt nur gut zielen. Wow. Batsch. Oh nein. Komm, bleib liegen. Wow, an der Kante lang gerollt. Ich werd's dir zeigen. Ja, der war gar nicht mal so übel. Ja, ja. Noch sind wir näher dran. Der war zu feste, der ist weg. Ja. Jupp. Der ist weg, egal. Noch liegen wir näher dran. Schauen, was sie jetzt da macht.
Wir haben gewonnen. Oh, Schleimspucke. Das berichte ich dem Koboldstein-Club. Was ist noch lächerlicher als zwei Hufflepuffs, die mit einem Besen fliegen? Wie oft müssen wir denn gegen die gewinnen? Heute schon bespuckt worden, Potter. Okay, spielen wir. Wir spielen Schlangengrube. Wie oft muss man gegen die denn gewinnen? Weil einen haben wir ja wahrscheinlich dann dreimal, ne? Weil den einen hatten wir ja vorher schon einmal besiegt, dann zweimal. Ja, mal gucken. Wir haben einmal verloren. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, ich weiß, wie es geht. Ich bin dran. Ja, mach. Mal schauen, wie sie jetzt spielt. Der war gar nicht mal so übel. Mal gucken, ob wir den Stein da weggehauen kriegen. Der war sehr gut. Müsste passen, oder? Du hältst dich wohl für unbesiegbar. Alter, liegt der gut. Ich werd's dir zeigen. Sehr, sehr schön. Ah, der ist zu feste, ne? Oder? Der rollt rein, ne? Ah, schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Okay. Puff. Oh nein. Ich werde dir zeigen. Wenn der liegen geblieben wäre. Will die mich verarschen? Als ob. Er müsste treffen, oder? Oh, so, nee, doch, so. Ja? Aber ganz ehrlich, ich muss nur antippen, dann fällt er runter. Hohohoho. Ja, wie viel war das jetzt? Wir haben gewonnen. Okay, man muss wirklich dreimal gegen die gewinnen. Glück, Potter. Man muss dreimal gegen die gewinnen. Haben wir geschafft. 81%. Mal gucken, was man hier jetzt noch entdecken kann. Ich glaube, hier waren wir noch nicht drin, ne? Ist hier irgendwas? Hier ist nichts. Schauen wir mal, hier. Moment, lag hier was? Hier? Ne, sah nur so aus. Okay. Hier ist nichts. Entschuldigung. Das hier hatten wir schon mal, ja? Na, war da oben noch irgendwas? Ne, da war nur die Kamera. Haben wir hier vergessen, eine Lampe anzuzünden? Die brennt? Die brennt? Die brennt? Die brennt nicht. Incendio! So. Mal schauen, waren das alle? Glaube ich ein 82%. Was gibt's denn hier? Hi. Für sinnloses Gequatsche habe ich keine Zeit. In Ordnung. Was haben wir denn hier wohl noch?
Dann gehen wir nochmal hier klettern. Mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ansonsten, sure. Da kommen wir so nicht hoch. Hoppala. Echt hier ist mal nach oben. Ja, das hatten wir schon. Nee. Hat er auch nicht gespielt? Doch, hatten wir schon, ich wollte schon sagen. Ja, hier komme ich nicht durch. Gut. Das heißt, hier ist dann nichts mehr. Hm. Hier mal runter. Noch weiter. Und da hinten war nur das, der Sumpf von Fred und George. Wir haben hier nur 82%. Wenn der auch klettert, da war nur die Kamera von Colin. Ja, mal schauen, wir werden schon was finden. Wir werden schon noch was finden. Hoffe ich mal stark. So, hey, dann klettern wir hier mal hoch. Aber hier war eigentlich nur der Sumpf. Ja, hier war nur so von Fred und George. Jetzt kann man hier mal ein bisschen gucken. Wenn wir da hochklettern, kommen wir nur... Ne, das ist war nur für die Kamera. Das bringt uns gar nichts. Da ist soweit auch nichts. Oh, jetzt ist er... Hier ist auch gut. Dann, Harry, willst du? Danke. Ja, da kommen wir nicht rüber, brauchen wir uns keine Illusionen machen. Was könnten wir denn... Was haben wir denn hier? Das da hinten runter zählt ja zum Bootshaus, da haben wir ja schon 100%. Da müssen wir uns jetzt mal genau umgucken, wenn da sowas fehlt. Da oben waren wir gerade, da war nichts. Wenn wir da weiter hochklettern, ich kletter mal ganz hoch, aber ich glaube, da war nichts, meine ich. Und der Bart war schon wieder vorbei, meine Güte. Ne, hier ist nichts. Schub. Das hatten wir ja. Das hier haben wir repariert. Hier drunter ist auch nichts. Das hier gehörte zum Bootshaus. Ja, außerdem war hier ja nichts mehr. Ja genau, das hier gepflasterte Innenhof. Aber was kann man denn hier noch machen? Hä? Hey. 82%. Wenigstens Professor Snape merkt, was für ein Schwachkopf Potter ist. Die haben wir an, die haben wir an. Hier sind keine. Zählt das hier draußen? Aber die hatten wir ja auch schon ange... Ne, das zählt uns schon Viadukt. So. Wir sollten zum Gemeinschaftsraum gehen. Hier läuft mir zu viel Packung.
Wingardium Leviosa! Ah, hier wird es. Das hier war doch nur wegen. Das hier war auch nur für die Kamera, oder? Ja, ich gucke jetzt noch mal ein bisschen. Ansonsten schauen wir uns im nächsten Party weiter um. Wenn ich hier jetzt nichts finde. Das hier war halt jetzt nur, damit man von da dann die Kamera holen konnte. Ja, hier ist sonst nichts. Ne, gut. Was heißt gut? Nicht gut, aber 82%. Wahrscheinlich ist eine Sache, irgendeine Sache, die fehlt, die dann die restlichen Prozent. Hier weiter hoch bringt er, glaube ich, auch nicht. Ich glaube nicht, das geht doch, glaube ich, gar nicht. Aber mal gucken, vielleicht zählt es ja auch als Entdeckung. Das weiß man ja nie. Nö. Komm, dann könnt ihr auch einfach loslassen. Ja. Koboldstein, der 2 von 4. Das heißt, es zählte. Also haben wir dafür auch die Punkte bekommen. Ja gut, also ich weiß im Moment nicht, was man hier jetzt noch entdecken kann. Schauen wir uns beim nächsten Mal nochmal genauer um. Eigentlich will ich das schon gerne. Aber hier ist nichts. Hoppala. Die Fackel haben wir. Was ist noch lächerlicher als zwei Hufflepuffs, die mit einem Besen rückwärts fliegen? Ein Gryffindor, der Quidditch spielt. Levi Corpus! Expelliarmus! Nicht getroffen. Wir sollten zum Gemeinschaftsraum gehen. Hier läuft mir zu viel Pack rum. Musst du mal wieder vorne anhören? Alle meine Elfenhüte waren heute Morgen weg. Ihr hättet mir beim Stricken helfen sollen. Hätte ich ja, aber ich musste was zeichnen. Wesen aus Holz für Pflege magischer Geschöpfe. Sie heißen Bowtruckles. Also ehrlich, Ron, es ist ja 2 Tage her, dass du einen in der Hand hattest. Das wollte ich gar nicht, wollte mit ihr reden. Was macht die denn da? Ich kann nicht mit dir reden. Okay. Das ist gerade echt frustrierend hier. Ich weiß echt nicht. Wo hier noch irgendwas sein soll. Und warum kann man hier rein? Hier ist nichts. Hier ist absolut gar nichts. Und jetzt überziehe ich schon wieder alles hier, nur weil ich nichts finde. Nö, hier ist nichts. Hat keinen Sinn, Freunde, es hat keinen Sinn. Ich finde hier gerade nichts. Eine Sache will ich noch mal eben gucken, aber... Der ist heile, die sind doch, das haben wir ja auch schon gemacht.
Das haben wir schon gemacht. Aha. Aha. Boah, ist das fies. Und es sind nur 84%. Was fehlt dir denn noch? Hier, warte mal, kann der noch mehr machen? So nicht? So auch nicht? Aha. Okay, aber... Es scheint nur einmal Punkte zu geben. Einen anderen Zauber, das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Nee. Wenn ich nochmal mit dir redet. Oh toll, wie ich mich freue, dass ihr mich angequatscht habt. Ihr habt mir den Tag versüßt. Toll, das hat... Geht das bei euch auch? Nö. Ja, jetzt weiß ich echt nicht weiter. Wir werden beim nächsten Mal weitermachen. So, wir haben jetzt über 25 Minuten, das reicht. Also, beim nächsten Mal schauen wir uns hier dann also nochmal um. Aber ganz ehrlich, mir gehen die Ideen aus, was man hier noch machen könnte. Wir werden sehen. Ich sage auf jeden Fall erstmal vielen Dank, bis dahin und ciao.